Ramados. So, Jungs und Mädels, ganz kurz ein paar Sachen vorneweg. Das Webinar heute wird kurz und ich möchte bitten, dass der Schnarchsack, der mir die Grippe auf der Messe verpasst hat, der die damit reingeschleppt hat und heimlich bei uns unter den Tresen geschoben hat oder bei mir in mein Gepäck, in meinen Laptop gepflanzt hat, oder dass der sich freiwillig meldet. Sonst muss ich ihn suchen. Also, erstmal am Rande ein ganz, 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 ganz dickes, fettes Dankeschön an meinen guten Freund Rolando, an das fleißige Bienchen Sascha, an unseren Stefan und selbstverständlich an meine Familie für die affengeilen Messetage. Sie waren sehr schön, sie waren sehr konstruktiv und ihr wart alle sehr fleißig. Danke schon mal auf diesem Wege. Ich finde es immer faszinierend, was aus so einer Community entsteht. Und ich habe ganz bewusst keine ellenlange Dankesmail rausgeschickt oder so. Ich finde es auf diesem Wege besser. Sorry, ich schlürfe nebenbei Tee. Und der die Grippe angeschleppt hat, bringt mir jetzt sofort den Rum. Aber direkt. Ich hasse Paracetamol. Rum hilft viel mehr. Nicht nur bei der Grippe. Auch dem Gehirn. So. Wir werden heute Morgen, hast du mich gerade rückwirkend fett genannt, finde ich gut. So, schauen wir uns den Jungen an. Und ich hätte gern mal ein kleines Resümee von von den Jungs, die gestern gehandelt haben. Der Junge hier, der ist ja momentan dabei, uns irgendwie, ich will nicht sagen, dass er uns kräftig verhunebiebelt, wie das so schön heißt, oder verarscht. Aber wir bewegen uns in einer bärischen Flagge. So. Und so kann der Junge sich schön noch ein bisschen hochschaukeln. Ich möchte euch bitten, die Marken aufzuschreiben. Ich werde nachher sehen, dass wir auf ein paar Neuerungen eingehen, weil ich mache heute eine Zusammenfassung hier, dann spare ich mir das heute etwas auf Aufpass, auf Aufpass. Gucken wir nachher gleich nach. Dieses Tief hier am Freitag sollte auch mahnen, dass es erstmal long geht. Wir müssen uns dran gewöhnen, dass
dass der DAX und Euro fast die gleichen Macken haben. So ein, wie heißt es so schön, so nachlaufendes Tief. Hier ein markantes Tief gemacht, kurz korrigiert, noch so ein nachlaufendes Tief und sofort zurück. Ist fast zum Standard geworden bei den Jungs. Er hat von dem letzten Schub nach unten hat er korrigiert, er darf aber noch ein Stück. Die Brille aufsetzen, die schreiben bei WH die Zahlen immer so klein. Er darf jetzt aktuell auch noch knapp unter die 107. Hier stoßen wir dann auf den entsprechenden Kreuzwiderstand, der bremsen dürfte. So eine Phasen, so wie gestern über den Tag, die können böse sein. Ich will nicht sagen tödlich, aber die können wehtun. Deswegen haben wir gestern auf UFBAS geschrieben, dass wir nach Möglichkeit warten sollten, bis er wenn es geht, sogar unter die 1,06 fällt. So viel dazu, mehr will ich hier noch gar nicht auseinanderpflücken. Den Kanal lasse ich mal drinne. Ach. Ich wollte gerade sagen, die Leute, die keinen Ton haben, müssten einfach mal neu starten, aber dem brauche ich das ja auch nicht sagen, ne? Die hören es ja nicht. So, wir haben heute den Bereich noch bis hier oben, diesen zwei Zielbereiche, die er sauber anlaufen könnte, und dann sollte er das nächste Mal drehen. Bitte, Stefan. Um die neuen, die hier eigentlich gar nicht her dürfen, um die neuen kümmern wir uns immer ganz besonders gut. Nee. Hier wird, bei uns wird immer erst gepflegt, und wenn er dann handelt und Fehler macht, gibt es was an die Backen, eine links und eine rechts. So sind wir hier bei Forex Pro. Wir haben übergeordnet, auch wenn es scheiße aussieht, aber wir haben übergeordnet eine Aufwärtstrenddefinition. Das heißt, demnach dürften wir uns hier eine kleine Long-Position rauspulen. Wir gehen gegen den Haupttrend, also nehmen wir eine kleine Positionsgröße, wenn wir das denn tun sollten. Ich für meinen Teil würde abwarten, bis er hier oben hinläuft. Ist aber meine Handelsweise. Wer auf UFBAS ein bisschen drin rumgepult hat und sich ein paar Sachen angeguckt hat, wir gucken da gleich mal drauf. Wer sich da ein paar Sachen angeguckt hat, weiß, dass wir unsere Monatsperformance schon seit dem 5. November drin haben, und ich will jetzt zum Monatsende einfach nichts mehr kaputt machen, sondern nur diese Position rausholen, die einfach gut sind. Außerdem bin ich ein bisschen angeschlagen, und dann funktioniert mein Hirn irgendwie ein bisschen weiblich, also mechanisch meine ich nicht, ne? Nicht falsch verstehen. Und dann dauert das alles ein bisschen länger. DHL dauert halt länger. Das heißt, ich würde warten, bis er den Bereich oben angelaufen hat, bis er hier hoch ist. Und er muss mir hier oben irgendwo eine Umkehrformation zusammenpacken. Wenn er das nicht tut, dann wird er wahrscheinlich durchschießen bis in diesen Bereich. Aber selbst auf diesen Schub bis dahin würde ich verzichten. Ich habe zu der Long-Geschichte kein Vertrauen. Also, heute abwarten, hier dazwischen eventuell gucken, ob wir anfangen können, eine Short-Position aufzubauen.
mein Freund Stefan, also, das sind die Jungs, die bestimmt schon long sind, die auch die paar Punkte bis dahin rauskitzeln. Kann man ja tun. Bis zur 64, 74, 75 sind es ja auch noch 7, 8 Punkte, die man mitnehmen kann, wenn man will. Wenn es long für den US-Dollar ist, mein lieber Sigi, dann ist es auch für den Euro short, ne? Ich so, und Rolando hat genau wegen dem Scheiß gestern die Füße stillgehalten. So, jetzt haben wir es gleich gemacht. Wer gestern ein bisschen gelesen hat, und da werde ich mich jetzt gleich mal hinbegeben, mal gucken, was da heute Morgen so verzapft wurde. Wie ihr seht, wir gucken, wir fangen an. Was gestern Morgen haben wir uns hier über den DAX und über den Euro ausgelassen. Wir haben gestern Morgen noch geschrieben, im Euro gleiches Szenario wie gestern. Oben ist auf die 1,0655 bis 60 zu achten und unten auf die 1,06 unter 1,0590 beginnt eine herrliche Rutschpartie. Also sollte man darauf achten, bis er entweder da unten durchfällt, wer will, kann weiter oben schon anfangen, sich eine Short-Nummer aufzubauen. Den DAX haben wir gestern Morgen über 11.000 erwischt, weit über 11.000 erwischt. Und wir haben gesagt, die 11.000 dürfte bremsen auf dem Weg bis zur 10.750, 10.780. Und Position hier, ein Schreibfehler drin, sorry. Und wir hatten die Position über 11.070 abgesichert. Dann ging das aber mal ratzfatz um 9:45 Stops im DAX dann über die 11.000 mit etwas Luft. Der unser lag bei 11.050. Und dann sollte er 200 Punkte fallen, was er nicht ganz geschafft hat. Er war ja im Tagestief gestern bei 10.870, die 10.850 und die 10.8 hat er noch auf dem Deckel. Ich gedacht, die kommt gestern Abend noch, aber die sollte denn heute früh kommen. Und was mit Tee? Und was ist mit Tee? So, also ein bisschen aufpassen hier. Wir werden hier unsere Position weitestgehend betreuen und nachher zum Mittag haben wir normal gesagt, dass wir die Stops denn über das hochgelegt haben gestern Nachmittag und sind dann mit gut 100 Punkten rausgeflogen und jetzt suchen wir uns genau in diesem Augenblick irgendwo in diesem Bereich knapp unter 11.000 bei 10.975, die gestern nach oben halten sollte, was sie jetzt auch wieder getan hat, fangen wir jetzt an zu shorten mit einer kleinen Position. So viel dazu. DAX machen wir heute Nachmittag, wenn ich noch sprechen kann. Da haben wir gestern Nachmittag dann geschrieben, DAX und Co., das macht den Forex Proler froh. Heißt dann haben wir das ja schon weit in den Gewinn. 10.850, 10.8 und 10.57 haben wir gesagt, uff, was. Unter 10,5 heißt es erstmal Rallye AD, dabei bleiben wir auch. Bricht die 10,5 nach unten, die kann er jetzt locker nochmal anlaufen, das darf er auch. 10,57 als erstes Ziel sollte eigentlich fallen. Das ist die Korrektur der letzten Woche, wo er nur den Schub nach oben kannte. 10,57 und der 10,57 gehen die ersten Alarmglocken an. So, das mit dem Hand in Hand dann runterlaufen, ins Tal schlendern, so die beiden Verliebten, so DAX und Euro. Das hat dann nicht so ganz funktioniert. Mal gucken, ob sie es heute tun.
So, dann sind wir dabei, um für die Jungs, die Multipro FX haben, werden wir ab heute in regelmäßigen Abständen, wenn wir es schaffen, sogar täglich, für die Jungs, die Multipro FX gebucht haben, eine Kurzanalyse morgens hier veröffentlichen für die drei wichtigsten Währungspaare. Diese findet ihr auch in der App von Multipro FX. Euro US-Dollar Short Position ab 1,06, Long Position risikoreich ab 1,0680, US-Dollar kanadischer Dollar und US-Dollar Yen. Das sind die drei, die momentan gehandelt werden. Und wir sollten in dem Fall dann auch die Position oder die Plattform entsprechend einstellen, die das Ding automatisch handeln, sollten hier in der Designerleiste Handelssystemeinstellung bei dem jeweiligen Währungspaar dann auch eintragen, ob Kaufposition oder Verkaufsposition gemacht werden dürfen. Also wer im Euro nur Short will, was heute zu empfehlen wäre, nimmt den Haken bei Kaufposition einfach raus. Okay. Mehr dazu die kommenden Tage, wenn wir Multipro FX wieder volle Granate aktiviert haben. So. Wir haben ja unterschiedliche Händler. Einmal die, die automatisch handeln wollen, unbedingt, warum auch immer. Und die, die es lernen wollen und manuell handeln. Wir kümmern uns hier um die manuellen Händler, die, die Multipro handeln wollen, kümmern sich bitte über die App beziehungsweise über den Blog von ufbas.de, um dann die dementsprechenden Kurzanalysen. Holt euch die da raus oder poolt euch die da raus. Zeichnet euch von mir aus Linien ein. Wir werden in 14 Tagen dazu ein kurzes Webinar machen. Heißes Bier soll gegen Grippe helfen, laut Krankenschwester. Ja, ich habe mal gehört, ich habe mal nach einem Bier gehört, dass eine heiße Krankenschwester helfen soll gegen Grippe. So. Und die bessere. Also, Analysen. Wir müssen warten, bis er mein lieber Stefan L. Schönen Gruß nach Erfurt. Viel Spaß heute. So, das Verhalten hier oben abwarten. Die Kunst ist es ja manchmal auch, die Füße stillzuhalten. Ich weiß nicht, wer bei der WOT war. Die, die da waren, herzlich willkommen. Ihr erstmal zu eurem Schnupperkurs oder als Zaungast. Sitzt ja fast auf jedem Pfosten heute einer hier. Den Vortrag, den wir für die WOT ausgearbeitet haben, den wir dort gehalten haben, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. So, die Short DAX, DAX Short Positionen werden direkt über der 80 abgesichert mit 10, 15 Punkten Luft. Der Spike nach oben war für mich ausschlaggebend zu shorten. Damen und Herren, diesen kurzen Spike nach oben genau an dieses Hoch. Die 75 sollte auch halten. Gut, ist die 78 geworden. Da sehen wir, dass wir immer ein bisschen Luft brauchen. Und Stops lege ich im Moment noch über die 11.000. Und zwar auf 11.025. Ich weiß, das sind 50 Punkte Stop, aber ich muss den morgendlichen Handel aussetzen. Ich bin mit 20 DAXen. Short.
Aber ich habe auch 200 Punkte nach unten, deswegen kann ich 50 Punkte nach oben erlauben. 50 Punkte Stop, 200 Punkte Ziel, weil mein Ziel ist die 10.750. Und selbst bei 150 Punkten CRV von 3 zu 1. Mehr dazu erklären wir heute Nachmittag. Vielleicht schafft das ja nochmal 150 Punkte, dann haben wir den Dezember auch im Sack. Wir sehen, wie der Junge an den Zielbereichen hier schwächelt. Erster Anlauf, zweiter Anlauf, dritter Anlauf. Wir sollen uns aber nicht täuschen lassen, weil oftmals fliegt er einmal noch ganz kurz nach oben, um die Stops dort abzuräumen, mit dem Spike und erst dann zu fahren. Wir warten auf sichere Szenarios. Zur Not müsste die nachher alleine eingehen. Gell? Weil lange werden wir uns hier heute nicht mehr rumtreiben. Aber geht ins Bettchen, damit er heute Nachmittag wieder fit ist. Wer irgendwelche Probleme hat mit Plattform oder sonst irgendwas, bitte ein Ticket ziehen oder so. Ich werde sehen, dass ich die vom Laptop aus bedienen kann, wenn ihr nur Plattformprobleme habt. Also wendet euch bitte heute an. Der Support ist den ganzen Tag da. So. Wir haben heute Mittwoch, wir haben zwar für morgen ein Webinar angesetzt. Die Umstellung sollte ab dem 23. laufen. Ich weiß gar nicht, ob die schon läuft. Wir haben zwar für morgen Webinare angesetzt, aber wir werden morgen früh eventuell, wenn ich fit bin, ein kurzes Webinar machen. Morgen Nachmittag, das Webinar können wir uns klemmen. Wir haben morgen Thanksgiving in den USA, heute ist doch Mittwoch, oder? Kommt schon völlig. Ja. Genau. Deswegen werden wir uns wohl morgen Nachmittag nicht mit der Börse befassen brauchen. Das hat sich dann wohl erledigt. Und da haben wir schon unseren Spike, den wir haben wollten. Dazu kommt die Unterstützung durch eine Pivot. Ups. So. Also, wer shortig eingestellt ist, und mein Freund Sascha hat mir vorhin gesagt, er würde es wahrscheinlich genauso machen. Ich würde jetzt hier warten, bis er hier kurz durchgeht, mir hier eine Umkehrformation gibt und dann würde ich anfangen, eine Short-Position sachte aufzubauen. Bei allen Positionen, die wir da jetzt reinpflanzen, Take Profit auf die Parität. Der Junge hat dieses Jahr noch was abzuarbeiten. Ja, jetzt ist eine Unterstützung. So. Da mal den Salat. So, wer mal in sein Handy guckt, ich mach das mal. Und die App von MultiPro FX, von Forex Pro Systeme nutzt.
Der müsste jetzt eigentlich aktualisieren. Da, gucke mal, schön, genau da reingetaucht. Wenn die 5-Minuten-Kerze so bleibt, sollten wir mit dem Strom schwimmen. 71 Stops oben drüber, eine dritte Positionsgröße. In der App ist der Artikel noch nicht zu finden. Mal gucken, Christoph macht das bestimmt gleich. Also, die Artikel, die wir auf UFBAS setzen, müsstet ihr die nächsten Tage auch regelmäßig dann in der App finden, auf eurem Handy, in der App von Forex Pro minus Systeme. So, der läuft Stop oben drüber. Heute Nachmittag hagelt's Zahlen. Danke für die Erinnerung. So, Wirtschaftskalender. Upp. Heute Nachmittag Shepherds in den USA. Also, ich werde sehen, dass ich fit werde bis heute Nachmittag, dass wir heute Nachmittag zusammen handeln. Und wir sollten die Chance nutzen, heute früh rechtzeitig Positionen zu platzieren, die im DAX sitzt, die im Euro sitzt auch. Mein Einstieg unter diesem Hoch bei 1,0671 Stops gehen hier oben drüber, über die doppelten Zielbereiche und dort bleiben sie auch erstmal noch liegen. Wenn wir hier unten in diesem Bereich sind, also hier durchgeht, sagen wir durch die 60, diesen ganzen Bereiche, diesen doppelten Zielbereich hier unten durch die 53 geht, dann wird der Stop sauber nachgetrailt. Ich will nach Möglichkeit diese Position über die News ziehen heute. Sind Fragen dazu? Mein Stop liegt hier oben über diesen beiden Zielbereichen, da oben drüber. Da lasse ich ihn auch noch eine Weile liegen. Ich rechne damit, dass er eventuell mit einem Spike hier oben alles abholt, was da oben drüber liegt. Also diesen Zielbereichen dann, je nachdem, was man handelt, mit ein paar Punkten oben drüber. Ich habe ein großes Ziel, deswegen kann ich auch einen größeren Stop nehmen, genau wie im DAX. Sobald er mir ein sauberes Euro pro Set abgibt, und das würde heißen, er muss hier unten einmal durch die 60 durchspiken, Rücklauf, dann wird diese Position auf volle Positionsgröße aufgestockt. Wenn man dieses Regelwerk handelt, direkt unter der 8:11 Kerze, das ist vollkommen richtig, Marco. Das ist, wie wir die letzten Male auch schon gesagt haben, kein Handel nach Euro Pro, das ist der Handel nach unseren Zielbereichen, die für mich auch zu Euro Pro dazugehören. Und dann fange ich eben an, so eine Position klein aufzubauen. Wir brauchen im übergeordneten Chart eine
Trenddefinition und die haben wir erst, wenn er dieses Tief hier kaputt gemacht hat und dann wieder korrigiert. Erst dann haben wir die Chance, nach Euro Pro zu shorten, weil bis dahin haben wir eine Aufwärtstrenddefinition, die wir nicht kaputt machen dürfen. Denkt bitte dran, so eine Sachen immer mit kleiner Positionsgröße, okay? Nach Euro Pro werden wir die Position auf volle Positionsgröße bringen, wenn das Regelwerk es hergibt. Der erste Versuch hier ist jetzt nach unseren Zielbereichen, den wir handeln. Sei dort, der kann mit einem Spike oben nochmal durchgucken. Um dann wieder zu kehren. Okay, ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ich will mich jetzt nicht weiter quälen hier. Wir gucken uns das heute Nachmittag an. Ich werde mich bis dahin ein bisschen schonen und dann gucken wir uns das an, was draus geworden ist. Meine Stops bleiben, wie gesagt, da oben liegen. Wie gesagt, sogar im 84er, 85er Bereich. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe ein großes Ziel vor Augen. Minimum hier unten die 40. Das sind schon mal 30 Punkte. Deswegen kann ich auch 10 Punkte da oben locker eingehen, wenn das sein muss. Hier unten wird reagiert und dann geht der Stop auch in den Gewinn, in der Hoffnung, dass wir heute Nachmittag während den News einen großen Schritt Richtung Parität tun, okay? Tut mir leid für die, die hier neu sind, das ist sonst nicht üblich, eigentlich machen wir länger, aber ich verkrümel mich jetzt und wir sehen uns dann hoffentlich heute Nachmittag einigermaßen fit wieder. Bis dahin euch einen schönen Tag. Drückt euch die Daumen für eure Short-Position. Und wir machen den Rest heute Nachmittag. Bis später. Tschüss, tschüss und moin, moin.